So, ja, mal eine weitere Runde. Final Fantasy VII. Und ja, ich lade hier das mal eben und mache hier meinen Sound nebenbei hier an. Dann läuft wieder mal kein Sound. Ich bin wieder gemutet hab. So. So, wir sind hier stehen geblieben und wir müssen jetzt hier. Okay, wir müssen uns nicht beeilen, aber wir sollten es vor der Zeit schaffen, hier nach rauszukommen. Wir hatten quasi fast 10 Minuten, um hier rauszukommen und. Wir haben jetzt hier noch 8 Minuten und 40 Sekunden gleich. Und ja, sollte man in der Zeit rausschaffen. Ich habe noch nie darauf gewartet, was passiert, wenn man es nicht wartet. Wenn man es nicht rausschafft, ich denke mal, dann ist ein Game Over einfach da. Aber das schafft man einfach locker flockig, genau. Jetzt war mein Wort gerade weg. Also sollte hier kein Problem darstellen. Ich denke mal, ab 6, in der 6. Minute oder sollte man spätestens da sein. Ja, natürlich gehe ich jetzt wieder rein. Genau. Oder machen wir mal 5. Minute. Es kommt immer drauf an, auf die Kämpfe, wie viele Kämpfe da kommen. Ich use hier mal einen Trank von Cloud. Einige werden mit Sicherheit mitbekommen haben, dass das Bild etwas rangezoomt ist. Das liegt an meiner Einstellung von Sony Vegas, also in Part 1. Ich weiß nicht, wie ich jetzt in Part 2 sein wird. Ich werde hier noch einiges basteln. Ich werde eigentlich probieren, alles drauf zu kriegen. Krieg's allerdings nicht so richtig geschissen, aber ich hoffe, ich krieg das irgendwie noch hin. Denn ich habe einige Let's Plays gesehen, wo alles drauf ist. Also ich probiere mal, dass ich wirklich alles drauf kriege. Da sieht man ganz gut zum Beispiel bei Part 1, dass da Cloud nicht komplett angezeigt wird oder Barrett und so. Da wird halt. In Part 1 heißt er halt nur laut. Das heißt, jetzt müssen wir hier noch schnell durch. Ach, ich glaube, Jace müssen wir ansprechen. Genau. So, jetzt muss man den da ansprechen. Nix. Ja, natürlich kommt jetzt hier noch ein Kampf. Muss unbedingt sein. Ah, Präventivschlag. Genau, jetzt sind wir da. Ja, schwer ist es nicht. Wir haben bei 6 Minuten, 6, bei der 6 Minute und 7 Sekunden sind wir angekommen. Ist wie gesagt eigentlich kein Problem, also. Ich denke mal, das hat jeder geschafft. So, der Treffpunkt ist jetzt in Sektor 6. Und
Und ja, hier also gerade, weil er klaut, kriegt man Geld von Barrett und ja, das wird aber später alles geregelt noch. Jetzt kommt erstmal gleich ein anderer Spaß. Schubsen die einfach um. Kann man doch nicht machen. So, ja, mein Blumenmädchen. Und ja, wir nehmen hier einfach, du verschwindest besser von hier. Also ich nehme zumindest. Was ihr genommen habt, das, ja. Müsst ihr selber wissen. Geschichtlich sollte das eigentlich gar nicht beeindrucken. Beeinträchtigen. So rum. Na genau, jetzt sind wir hier. So, wir werden die hier bekämpfen. Kämpfen müssen wir ja sowieso. So, ich glaube, man hat hier die Wahl, entweder man kämpft dreimal oder einmal. Und wir nehmen jetzt hier einfach die dreimal. Also ich glaube, dass es dreimal sind. Ja, kommt hin, mit dreimal kämpfen. So, da haben wir nur noch einen. Und der verabschiedet sich jetzt auch. Mann, wie ich das vermisst hab. Das war ein Crit. So, da greifen wir einfach mal die Flucht und springen einfach mal auf den Zug. Würde jeder so entscheiden, denke ich mal. Als in den Knast zu kommen. Oder zu sterben. Auch ich glaube, der wäre eher dann in den Knast gekommen. So, wie gesagt, also wer das hier unbedingt lesen will, entweder liest man ganz schnell oder muss das Spiel selber spielen. Ich drücke hier das alles weg, also größtenteils drücke ich alles weg, weil es einfach dann zu lange dauert. Aber größtenteils lese ich hier trotzdem noch mit, obwohl ich die Geschichte eigentlich schon in- und auswendig kenne. Also ich denke mal, es ist machbar, das mitzulesen.
ist lustig, die haben da keine Nase und keinen Mund. Die Haare sehen so geil aus, richtig spitz. Wie so eine Klinge oder so. So, das ist Midgar. Also im Prinzip da, wo wir uns momentan befinden. Wir befinden uns in der Zeit in Midgar. Und das wird hier auch noch einige Parts sich hinziehen, bis wir aus Midgar raus sind. Ich glaube, das ist wohl immer das Ziel, was die meisten Final Fantasy 7 Spieler erreichen wollen, dass sie endlich raus aus Midgar sind. Also zumindest ist das bei mir immer so gewesen, dass ich immer unbedingt aus Midgar raus wollte, wo ich das immer neu gespielt habe. Und dann, wo ich endlich raus war, dann war alles viel, viel cooler. Auch wenn das schon irgendwo ganz cool ist mit, aber sobald man aus Midgar raus ist, kommt dann ganz viel tolle Sachen. So, da sind wir am Bahnhof angekommen. Nach dieser etwas längeren Zugfahrt. So, hier haben wir einen kleinen Speicherpunkt.
Und ja, hier endet auch erstmal der Part. Ich bedanke mich hier wieder vielmals fürs Zusehen und schreibt mir einen Kommentar und könnt auch gerne Feedback geben. Und ja, gut, wir sehen uns dann im neuen Part. Ich speichere ja noch schnell ab und gut. Wir sehen uns dann in Part 3.